Taxi Betty bitte, meine Herren. Wagen 734 ist in 4 Minuten hier. Liebe Freunde, das ist der Freddy Zenger, Mountain Man. Und das ist der Roli, der freundliche Hüttenwirt und Guide. Und heute geht's rauf auf den großen Ramolkogel. Und zuerst fahren wir mit E-Bikes bis zur Langtaler Eckhütte. Schauen wir mal. Schon viele zu Boden gegangen. Aufstehen ist die Devise und ich bin wieder aufgestanden. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Dass ich den richtigen Gang einlege, um den Berg zu nehmen. Starke du. Passt schon. Freddy, bist fit? Ich bin fit. Ich freue mich, ein toller Tag und wir werden was erleben. Ja, liebe Freunde, unser Plan war ja, dass wir bei dieser lässigen Nordostwand beim Langtaler Eck schon ein bisschen Tageslicht haben, aus Sicherheitsgründen. Und da sind wir genau im Timing. Freddy, ich habe jetzt die Stirnlampe ausgemacht. Soeben auch. Ja. Irgendwann ist Schluss, da kommt das Tageslicht. Ja, und man erlebt die Natur auch genau. Naturgetreu. Und die Natur erwacht. Das Herzlein lacht. Ganz schön an Höhe gewonnen. Der mehrfache Kegelweltmeister Freddy Zenger. Pole, Pole, immer schön langsam. Louis Trinker, der Berg ruft. So früher Stund. Ja, die nächste Station ist die Hängebrücke. Ach, jetzt kommt noch die Hängebrücke. Ja. Schauen wir mal, das ist dann die zweite von den 7 Brücken. Lässig, gell, Fredl? Super. Holy my Guide hat sich was Tolles einfallen lassen. Das war das Ding. Lässig. Der Schalfkogel ist schon beleuchtet. Mein Kegelkamerad, der Christian Reichert, würde ja auch gern mitgehen. Ja. Und unser Obmann, der Werner D'Aberto. Aber der ist gerade beim Arbeiten, der hat heute Nachtschicht. Ach, heute ist der Arbeitstag, ist ja Montag. Ich habe ihm gesagt, er soll an uns denken. Okay. So zwischen 4 und 6. Okay. Machen wir Schluck aufhaben. Ja, so wie wir gehen, wir sind ja praktisch gegen die Verweichlichung der Gesellschaft. Also gegen die Masse, wir stehen ja um 3 Uhr auf. Da ist noch keiner unterwegs, dann erleben wir auch die Bergeinsamkeit. Shit. Die ist ganz schön hoch. Und Rolli, bist du sicher? Hält das Konstrukt? Ja. Ein Vorteil haben wir. Die Hillary Bridge von Namche Bazaar im Himalaya, da kommt der beladene Yaks entgegen. Wenn die ein Drittjahr geben, dann kann es brenzlig werden. Diese Gefahr können wir hier ausschließen.
Kann man bitte steigen? Ja, ich war schon oben. Ja? Ja. Aber mit Steigeisen? Ja, da brauchst du eine komplette Gletscherausrüstung. Ne? Und Seilgurt. Ja, alles, ja. Nur mein Guide, was sagst du? Wenn man die Stöcke ein bisschen länger macht, dann kann man die Hebel gut ausnützen. Man kann den Oberkörper praktisch einfach auf die Stöcke so drauflehnen beim Hochgehen und entlastet somit die Beine. Weil wenn wir dann oben am Gipfel sind, wird die Luft immer dünner und dann ist gut, wenn wir noch ein bisschen Reserven haben in den Beinen, falls wir mal über eine kleine Schlucht drüber springen müssen, von Stein zu Stein, das kann alles passieren. Ne? Gut, oh gut. Servus. Also gestärkt sind wir, Freddy, wie hat die Kaspressknödelsuppe geschmeckt? Die war vom Feinsten. Die gibt wieder Kraft für die nächste Aufgabe. Auf 3000 Meter sind wir schon. Jetzt geht's zum Gipfel. Am Schnee ist das Dahinziehen doch am schönsten, gell? Freddy, entweder du schmeißt den Rucksack zuerst rüber und springst dann rüber, oder du springst samt den Rucksack rüber. Ach, wir machen zusammen. Wow. Da steht schon der Rucksack. Klasse. Da haben wir dann einen Tisch zum Speisen. Ja, genau. Ganz schön steil, gell, die Sau. Die Sau zieht sie. Die Sau zieht sie. Der Berg ruft. Holy. Bergheil. 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 Prima. Wahnsinn. Prima. Der letzte Grat, der war brutal. Deshalb habe ich auch nichts gefilmt. Es war ganz schön zum Klatteln, also zum Klettern. Und wir haben auch die Rucksäcke unten gelassen und die Stöcke aus Gründen der Sicherheit. Gell? Die Wildspitze da hinter den Wolken. Da drüben, ja, genau. Und da hinten sind Milauen, hintere Schwärze, Schalfkogel, der Goglerferner und die Hochwilde. Dann links der Seelenkogel, dann die Liebener Spitze und der Hochfürst. Ein lässiges Kreuz, irgendwie putzig, gell? Da mit der Weltkugel oben drin. Liebe Bergfreunde, wie im Gipfelbuch steht, Anichspitze, auch genannt nördlicher Ramolkogel. Hurra, die Gams! Die Gams.
Hurra die Madeln, hurra die Burm und aus damit die Wadeln. Ja, mein Domizil. Na, ganz Bock. Ja, Baby, jetzt darfst du, gell? Schon lässig. So, liebe Freunde, für das Gipfelschnapsel war es uns oben ein bisschen zu gefährlich. Haben wir nichts riskiert, aber da auf unserem Tisch werden wir das jetzt verwirklichen. Ist doch an der Bar und zockel mir ein rein auf den Gipfel, meine Freunde. Prost! Prost! So, mal Roland, jetzt ist das Spiel umgekehrt. Ich schließe erstmal ab. Prost, liebe Bergfreunde. Hopp. So, der Roland ist ausgerutscht, unterm Schlamm war Eis und ist alles gut gegangen, aber die Sauberkeit von heute Morgen ist nicht mehr vorhanden. Ist der Popo schmutzig? Der Popo ist auch schmutzig. Und deine Schramme vom Mountainbike Sturz. Das war der Sturz in der Früh. Das Leben kann schon so brutal sein. Über die Brücken um mich. Eine schöne Tour neigt sich dem Ende. Wir sehen schon unsere Räder und werden vielleicht noch mal kurz was trinken gehen, denn wir sind ausgebrannt. Genau. Und ich bin froh da jetzt bei der Langtaleik-Hütte, dass wir unsere Bikes haben. Und oben, ganz oben, wenn man genau schaut, sieht man das Kreuz leuchten. Bei dem höchsten Gipfel da, da wo wir heute oben waren. Symbol, Berg Heil. Berg Heil. Freddy! Ja, hallo. Fünf vor sieben ist. Die Panoramastraße. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Im Schnappab haben wir die Panoramastraße erreicht. Es wurde schon dunkel. Deswegen haben wir unsere Stirnlampen noch einmal herausgeholt. Freddy, danke für den geilen Tag. Das war spezial. Mein Guide, auf den kann man sich verlassen.